Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist TWZD und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Viele von euch werden sich wahrscheinlich noch erinnern, dass ich vor nicht allzu langer Zeit noch extrem rumgeheult habe, dass ich einen so hässlichen 1-Million-Play-Button bekommen habe. Okay, hässlich ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber er ist halt einfach nicht mehr Gold, er ist super leicht, er ist verhältnismäßig halt nicht mehr so geil verarbeitet und besteht nicht mehr aus so hochwertigen Materialien, wie zum Beispiel Gold, weil es ja der goldene Playbutton ist. Normalerweise hat man da so eine Karatanzahl mit da drin, der ist mit Gold überzogen, war er zumindest früher. Dieses Ding hier ist aber nichts davon. Ich kann das einfach so mit einer Hand hier mal eben so abnehmen und so weiter und so fort, während die alten irgendwie nicht mal mit zwei Händen so richtig zu tragen waren, zumindest nicht für so einen Lauch wie mich. Und ja, da habe ich so ein bisschen rumgeheult und tatsächlich hat jetzt YouTube auf diese ganze Aktion hier reagiert und es muss wohl eine Ausnahme gegeben haben, dass ich quasi diesen Playbutton hier bekommen habe. Den habe ich nämlich auf den Video Days überreicht bekommen und der soll halt ein Ausnahme-Playbutton sein. Oh, ist das jetzt gut oder schlecht? Ich würde sagen eher schlecht, weil er halt einfach nicht so wertig ist, weil das Ganze nämlich ein bisschen schneller produziert werden musste, damit mir das dann auf der Bühne übergeben werden konnte. Das war angeblich so. Ich glaube, rein in der E-Mail stand irgendwie was, dass er unter bestimmten Lichtbedingungen nicht ganz so golden aussehen könnte wie die anderen. Und dass ich deswegen natürlich auch den richtigen verdient habe, Leute. Komische Aussage, dieses Ding. Also, das ist nicht nur ein bisschen nicht golden, sondern das ist gar kein bisschen golden. Aber deswegen, Leute, guck mal. Leute, ich habe einen neuen bekommen. Diese ganze Playbutton-Geschichte ist so lustig. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt irgendeinen, der sein 1-Million Playbutton zweimal bekommen hat? Safe nicht, oder? Ich bin der Einzige, der jetzt 1 Million... Habe ich jetzt 2 Millionen Abonnenten eigentlich auch? Ne, Leute, jetzt mal ohne Scheiß. Ihr könnt euch ja wahrscheinlich vorstellen, dass ich gespannt bin wie ein Flitzebogen, wie dieses Ding jetzt tatsächlich hier aussieht. Also ich merke ja schon mal vom Gewicht her, dass es weder der ganz alte natürlich ist, das wäre auch krass, wenn auf einmal der komplett alte Playbutton ankommen würde, und es ist auch nicht der, den Sturmwaffel drüben hat, weil der ist auch nochmal deutlich schwerer. Das heißt, es stimmt wohl tatsächlich, dass der Playbutton nur noch so einen ganz dünnen Rahmen hat und tatsächlich irgendwie so gut wie nichts mehr wiegt. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ob der tatsächlich noch einen echt goldüberzogenen Playbutton da tatsächlich auch drin ist. Oder ob der jetzt nur ein bisschen goldener aussieht. Oder ob es genau der gleiche Playbutton ist, Leute. Ich habe kein Messer am Start, deswegen mache ich das jetzt hier mit dieser Aquariumschere. Und ich bin so gespannt, Mann. Ich bin so gespannt. Vielleicht ist es jetzt auch nur ein Fake oder so oder irgendwie ein Prank. Und die haben sich richtig angegriffen gefühlt, dass ich öffentlich jetzt gehatet habe, dass ich den Playbutton nicht mehr schön finde. Und deswegen bekomme ich jetzt irgendwie was. Da steht da vorne, keine Ahnung, Leon Mascher drauf oder so. Man weiß es ja nicht. Okay, okay. Die Lisa von YouTube hat mir das auf jeden Fall geschickt. Also man sieht immer sofort, dass das ein Playbutton ist. Einfach weil es aus den USA kommt und weil YouTube draufsteht. Und über der jeweilige Mitarbeiter von YouTube, der das Ganze hier verschickt hat. Also Dankeschön auf jeden Fall an die Lisa, die sich darum gekümmert hat. Thank you. Weil ich glaube, die spricht Englisch. Boah, das ist aber auch ein großes Ding, wa? So, Leute, da sind wir bei meinem Unboxing Playbutton Nummer 2. Also Verpackung sieht auf jeden Fall schon mal identisch aus. Vor allen Dingen bin ich jetzt... Warte, sieht die echt identisch aus? Da stand nicht so groß YouTube drauf oder so. Das Coole ist ja auch, als ich den bei den Video Days überreicht bekommen habe, habe ich nur den Playbutton bekommen und nicht mehr die Verpackung. Und ich bin generell jemand, der so gerne überhaupt von irgendeiner Technik die Verpackung aufbewahrt. Und ich habe die Verpackung nicht bekommen, Leute. Ich hatte nicht mal die Verpackung. Endlich habe ich jetzt wenigstens mal so eine richtige XXL-Verpackung, wo ich schön alte Handyhüllen oder so reinlagern kann. Oh! Ach, jetzt steht hier nochmal, du hast mehr Abonnenten als Vancouver Einwohner und mehr als Frankfurt. Deine Fangemeinde ist sogar größer als Las Vegas. Mensch, Leute, Wahnsinn. Vielleicht hast du seit langem von diesem Tag geträumt oder vielleicht hättest du nie gedacht, dass du es einmal so weit schaffen würdest. So oder so gibt es kaum etwas Schöneres, als festzustellen, dass sich 1 Million Menschen weltweit von den eigenen Ideen der eigenen Stimme angesprochen fühlen. Wir wissen, dass es schon Belohnung genug ist, so viele Menschen zu erreichen, aber wir sind unheimlich stolz auf dich. Danke, YouTube ist stolz auf mich. Daher hoffen wir, dass du diesen Golden Creator Award als Zeichen unserer Wertschätzung annimmst. Ja, da bin ich jetzt aber mal gespannt, ob das Ding auch wirklich Gold ist. Angesichts seiner Erfolgsbilanz gehen wir davon aus, dass dein Kanal immer weiter wachsen wird und wir können es kaum erwarten zu sehen, wie du die nächsten Meilensteine 10 Millionen Abonnenten erreichst. Ja, Safecall ist ja nicht so das Problem. Gibt ja schon viele YouTuber in Deutschland, die 10 Millionen Abonnenten erreicht haben. Dies mag noch in weiter Ferne erscheinen, aber du erinnerst dich an die Zeit, in der du wegen deines 1000. Abonnenten völlig aus dem Häuschen warst. Ah ja, okay, bei mir war das ein bisschen anders. Ich hatte damals 7000 Abonnenten ohne Video, aber da habe ich mich trotzdem mega gefreut. Du hast uns beeindruckt. Verfolge weiter mutig große Ziele und sei vor allem weiter kreativ. Du inspirierst uns alle in unserem Tun. Was ich irgendwie krass finde ist, man kann es jetzt auf der Kamera nicht sehen, weil die Kamera einfach ein scheiß Objektiv gerade drauf hat. Der Druck ist so... Also, es tut mir leid. Also, es ist ja super nett und sehr nette Worte und so weiter. Aber das ist nicht mal ein richtiger Druck. Der obere Teil der Buchstaben und der untere, die sind so versetzt teilweise. Da hat euer Drucker auf jeden Fall ein großes Problem. Ich glaube, der Drucker hat auch ein Problem bei dem Drucken meines Awards. Deswegen war der auch nicht richtig gold. Und jetzt... Ohne Scheiß!
Der ist Gold. Der ist ohne Scheiß Gold. Ich fühle mich gerade, als hätte ich Gold gefunden, Alter. Ja, genau, Alter. Wie crazy. Oh. Puh. Oh, nee. Jetzt aber nicht kaputt machen. Leute, jetzt mal ohne Scheiß. Tatsächlich ist der goldene Playbutton optisch, zumindest optisch, immer noch Gold. Wenn man jetzt aber mal genau hinschaut, Leute, sieht man, dass hier keine Gravierung mehr drin ist. Also hier steht jetzt nicht, wie viel Karat Gold das ist. Und deswegen ist es Safe Call. Es ist Safe Call. Einfach kein Gold mehr. Es ist einfach irgendwas drüber gezogenes, was natürlich einen Gold-Look hat. Ich meine, man kann ja auch Sachen Gold lackieren, ohne dass man echtes Gold da irgendwo drauf schmiert. Und so wurde das jetzt hier auch gemacht, weil warum sollten die diese Karatangabe, die da vorher bei den Alten immer drauf war, wieso sollten die die wegmachen? Das ergibt ja einfach keinen Sinn. Aber jetzt mal ohne Scheiß, Leute. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass YouTube diese 1 Million Play-Button mittlerweile häufiger wechselt als Lisa, die mir das von YouTube geschickt hat, ihre Unterhose irgendwie. Ich wollte einfach mal fragen, ob einer einen 1 Million Play-Button haben will. Ich hätte gern einen. Oh, der ist ja wirklich Gold. Der ist jetzt Gold, ne? Hammer. Aber das ist kein Gold mehr, da steht immer noch keine Karatzahl dran. Stimmt, die haben nämlich schon nur angesprayt. Nee, aber das ist halt so ein Phil Laude-Button. 1 Million heißt das. Ach ja, ach, diese gehen mit dem Trend oder was? Komm, im Tausch bekommst du den. Oh, lecker. Single Malt, 15 Jahre alt. Der ist wahrscheinlich sogar echt was wert, oder? Ja, der ist auf jeden Fall, ich glaube, 400.000 auf jeden Fall. Ja. 400.000. Ach, das ist ein Scheiß. Nee. Guck mal. Der soll dreistellig wert sein. Ja, ist halt die Frage. Ja, dann sehen wir uns jetzt nie wieder. Hey, der neue Playbutton ist ja eh nichts mehr wert. Hier steht for surpassing, da steht on passing, da steht one ausgeschrieben, da steht one als 1. WTF, wer macht denn der? Hey, YouTube, was ist los bei euch? Ich verstehe das auch nicht. Also immerhin hat es jetzt einen Gold-Look, ne? Und du hast jetzt 2, ist auch nice. Kannst du eins UFO. Eins Gäste-WC zu Hause. Genau. Ich habe halt extra einen Gaming-Kanal aufgemacht, um 2 zu bekommen. Ja. Und da habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Ja, stimmt, müssen wir mit dem Gaming-Kanal ja auch noch machen. Ich habe jetzt auch schon 300.000, also ich sammle die Leute. Könnte ich auch auf Ebay versteigern den jetzt, oder? 1, 2, 3, meins, ja, das geht. Der neue Button, der ist halt nicht ganz so oval wie der, den ich damals hier bekommen habe, der noch komplett silber war. Der ist nochmal so ein bisschen eckiger geworden und die Kanten sind so ein bisschen filigraner und einfach, der sieht schon ein bisschen wertiger aus auf jeden Fall hier, also der zu meiner Rechten. Also erstmal ist das YouTube-Logo unten auch noch geändert und dann steht hier unten bei dem neuen Congratulations on passing 1 Million Subscribers. 1 Million als Zahl geschrieben und hier steht Congratulations for surpassing 1 Million Subscribers und da ist 1 ausgeschrieben. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur daran lag, dass das hier so eine Video Days Edition ist, die schnell gemacht wurde, oder ich könnte mir fast vorstellen, dass die innerhalb von kürzester Zeit irgendwie ihren Style nochmal komplett geändert haben, denn warum sollte man irgendwie was anderes hinschreiben, nur weil man das Ding schneller machen muss oder so? Das ergibt ja eigentlich keinen Sinn. Ich finde den, danke übrigens, danke nochmal YouTube, dass ich den jetzt wirklich bekommen habe. Ich dachte tatsächlich, der wäre jetzt vielleicht tatsächlich wirklich Gold, aber anscheinend sind sie nicht mehr echt Gold. Das sind absolut keine wichtigen Dinge im Leben, wie jetzt hier irgendwie ein Preis aussieht oder so. Aber ich finde auf jeden Fall, ein goldener Playbutton sollte wenigstens eine goldene Optik haben und nicht einfach nur groß sein, weil das ergibt auf jeden Fall gar keinen Sinn. Ja, ich darf mich auf jeden Fall jetzt glücklich schätzen, ohne dass ich einen Kanal mit 2 Millionen Abonnenten oder ohne dass ich 2 Kanäle mit jeweils 1 Million Abonnenten habe, habe ich jetzt trotzdem diese Dinger hier. Finde ich auf jeden Fall irgendwie ganz cool. Dann habe ich einen fürs UFO und einen für zu Hause. Trotzdem schade, dass der 1 Million Playbutton nicht mehr so cool ist. Zum Trost habe ich jetzt 2 dafür. Wenn es euch heute gefallen hat, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben, Leute. Take this easy. Und wir sehen uns dann in dem nächsten Video wieder. Natürlich kommt auch wieder viel zum XXL-Aquarium. Ich weiß schon gar nicht mehr hin, wo mit meinem Playbutton hier. Natürlich kommt dann noch viel zum XXL-Aquarium, Leute. Aber das musste ich jetzt unbedingt auspacken. Da war ich selber mega gespannt, wie das Ding jetzt aussehen wird. Bis dann, genau, wir sehen uns in dem nächsten Video wieder. Ich denke mal, übermorgen, glaube ich, kommt das nächste. Bis dann, macht's gut und tschüss!